aufbauen. Das heißt noch nicht mal genug, um irgendwie auch nur eine Brechstange zu bauen. Adam, wir müssen reden. Ist das etwa mein Bruder? Junge, ich habe gerade echt zu tun, mein Freund. Was willst du? Das ist bestimmt sein Bruder. Nicht du schon wieder. Ich habe es dir schon gesagt. Adam, schnapp der Amelia und lass uns abhauen. Sie ist unsere Karte aus diesem Schlammmasse. Ey, sag mal. Junge, willst du mich verarschen? Der humanitäre Korridor, von dem ich dir erzählte. Wir haben Glück. Eltern mit Kindern haben Vorrang. Ja, Eltern mit Kindern. Nicht du, mein Freund. Sie ist nicht deine verdammte Karte. Sie ist meine Tochter. Und sie kann das in ihrem momentanen Zustand unmöglich überleben. Ja, trotz der Medikamente liegt sie nämlich immer noch im Sterben. Und ich habe keinen Zugang mehr zu weiterem Essen, Medikament oder Baumaterial. Also irgendwas muss jetzt storytechnisch passieren, weil ich kann halt nichts machen. Ich müsste sie tragen und häufig Pausen einlegen. Sie würde uns umbringen, bevor wir... Sie würden uns umbringen, nicht sie würde uns umbringen. Sie würden uns umbringen, bevor wir davon kämen. Herr Bruder, schlag mal was vor. Pessimistisch wie eh und je. Sie wird es sicher schaffen. Sie ist... unsere einzige Chance, aus dieser Hölle zu entkommen. Weißt du, was noch eine Chance wäre, rauszukommen, wenn du mir eine Brechstange und ein paar Materialien geben würdest? Alter, wir sind so am Arsch, ey. Hörst du dir überhaupt zu? Ist dir ihr Leben denn egal? Ich will uns... nur hier rausbringen, verdammt. Willst du nicht auch hier raus und dass Amelia in Sicherheit ist? Wenn du Angst hast, kann ich sie nehmen. Das hättest du wohl gern, mein Freund. Ich glaube, es geht los, ey. Jetzt hör mir gut zu, wenn du sie berührst, bist du tot. Ja, das ist mal eine klare Ansage. Ich will dich hier nie wieder sehen. Okay, das ist jetzt semi-schlau, aber die Sache ist, ich kann hier halt nichts machen, ne? Also, ich kann jetzt noch ein bisschen buddeln, nur ich komme hier halt nicht rein. Ich brauche Ruhe. Ja. Noch ein Problem, du willst nicht auf dem Boden schlafen. Also hätte ich gewusst, dass es hier so wenige Ressourcen am Anfang gibt, hätte ich nicht als erstes die Metallwerkstätte gebaut, sondern vielleicht eher das Bett. Weil das Problem ist, er weigert sich auch nachts irgendwie zu schlafen. Weil normalerweise kann man ja den Leuten sagen, sie sollen auf dem Boden schlafen. Nur aus irgendeinem Grund kann man ihm das nicht sagen. Das ist natürlich Kacke. Und eigentlich können die Leute im Singleplayer auch mit den Kindern im Bett pennen. Aber er kann das irgendwie auch nicht. Wir haben ein kleines Problem, tatsächlich. Es könnte sein, dass wir schon Game Over sind, weil... na, ich kann halt nichts machen. Also ich kann den Unterschlupf nicht verlassen. Ich kann hier nicht rein, um weiter zu... ich kann halt nichts machen. Ich bin automatisch Game Over. Aber es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, eigentlich. Schwer krank, sehr hungrig. Ja, ich kann dir auch gleich das Gemüse geben, aber das war's dann auch. Komme ich hier vielleicht doch noch rein? Nee. Also ich weiß nicht genau, was der Story-Modus damit bezwecken soll. Also ich kann halt echt nichts machen. Tja,
Tja, da muss ich ihr das Gemüse halt so geben. Also ich kann halt nichts mehr machen, wie gesagt. Ein bisschen mehr Ressourcen hätten die einem ja schon geben können. Aber gut, so ist halt das Szenario. Okay, vielleicht kommt ja morgen irgendwie einer. Ich meine, ich habe einen Notruf abgesetzt, vielleicht hört uns ja jemand. Wir sind echt am Arsch. Hungrig, traurig, sehr müde. Wir können auch nicht schlafen, also gar nicht. Das ist... Ich hätte mir vom Händler auch selber nichts ertauschen können, weil er hatte ja auch keine Baumaterialien dabei. Also es ist wirklich so gewollt, dass ich nichts machen kann, wirklich. Alter, ist das ärgerlich. Uns fehlt ein Holz. Oh scheiße, ich hätte ein Bett bauen können. Ja, das ist aber ehrlich gesagt dann ziemlich doof vom Spiel gemacht, wenn man eine bestimmte Sache nicht baut, dass man es dann gar nicht mehr bauen kann tatsächlich. Hätte ich ein Holz weniger vertauscht, hätte ich tatsächlich ein Bett bauen können und ich hätte ihn tagsüber wenigstens schlafen lassen können. Aber er müsste ja auch eigentlich nachts schlafen können. Hungrig, schwer krank. Ich kann dir nochmal das Spielzeug geben, was ich gefunden habe. Dadurch bin ich immerhin nicht mehr traurig. Das ist schon mal gut. Mein einer Status ist weggegangen. Oh, wie süß. Na, ich meine ein bisschen was wir für das Kind tun können. Scheiße, ey. Was mache ich denn jetzt, ey? Ja, ich hätte echt das Bett bauen müssen. Ein Holz, ey. Ich hätte das jetzt gewusst, ey. Tja, ich kann absolut nichts machen. Ich komme hier nicht rein. Wie viel kostet denn nochmal die Brücke? Das kann ich nochmal gerade nachgucken. Ach so, ja, ist ja gar nichts. Ja, wir sind offiziell am Arsch, ne? Ich kann nichts machen. Wieso kann er nicht schlafen? Da steht ein Bett, Junge. Benutz es doch. Es könnte sein, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber das liegt dann echt am Story-Mode. Es ist etwas Furchtbares passiert. Es hat seine Spuren hinterlassen, Tarla ohne Pause über Amelia zu wachen. Adam hat vor Erschöpfung das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam, stellt er fest, dass das Bett leer... Oh, scheiße. Lol, der Bruder. Amelia, wo bist du? Alter, dieser Wichsbruder ist hier... Lol. Keine Anzeichen eines Kampfes. Sie kannte die Person, die sie umgebracht hat? Hä? Moment, was? Keine Anzeichen eines Kampfes? Sie kannte die Person, die sie umgebracht hat? Hä, wie umgebracht? Okay, das ist, glaube ich, ein Übersetzungsfehler. Sie ist nicht tot, sie wurde entführt. Ja gut, ich kann halt wie gesagt nichts machen. Ich muss
ich bin so hungrig. Ja, ich habe nichts zu essen. Okay, was haben wir hier? Okay, auf zum Bruder. Er hat das Kind entführt. Suche nach Amelia. Sehr hungrig, deprimiert und müde. Ja, das kann ja was werden. Okay. Nehme ich irgendetwas mit? Nö. Ich nehme nichts mit. Ich suche einfach. Ich habe ja nichts. Es ist ja nicht so, dass ich eine Waffe habe. Oh Mann, ey. Also hätte ich gewusst, dass wir wirklich nichts machen können, dann hätte ich tatsächlich, als es das Bett oder so gebaut, wobei das hätte uns auch nicht geholfen, wirklich. Oh Mann, ey. Okay. So, Brüderchen. Jetzt gibt's auf eine Kauleiste, mein Freund. Okay. Du kleiner Wichser, willst also mit... Der will also meine Tochter benutzen, um quasi den Fluchtkorridor zu benutzen. Dieser miese kleine Wichser, okay? Der Typ scheint nicht da zu sein, ne? Ja, genau, ruf noch hier durch. Okay, wir untersuchen mal den Fernseher. Irgendwie flackert der. Ja, hier ist nichts. Brüderchen, wo bist du? Ich mach mich mal über deinen Kühlschrank her, mein Freund. Ein Stück Fleisch. Er lebt ja auch super. Okay, ich nehme mein Brüderchen erstmal komplett auseinander. Auch niemand. Okay, wir durchsuchen mal das hier. Wo ist meine Tochter? Okay, komm, wir stürmen nach oben. Let's do it. Das ist nur die Ratte, oder? Okay. Okay, wir plündern erstmal. Baumaterialien. Ein Anfang, Freunde, ein Anfang. Sie sind nicht hier. Wo ist der Wichser? Alter, okay. Okay, Warte mal, Kaffee war megamäßig wertvoll, oder? Okay, hier ist irgendein Hinweis. Ein Stapel Briefe. Keine sind von Leuten, die ich kenne. In einigen wird der humanitäre Korridor erwähnt. Vielleicht finde ich einen Hinweis darauf, wohin er Amelia gebracht hat. Okay, da ist etwas auf dem anderen Stapel. Okay, komm. Okay, auf dem Boden liegt ein Brief. Heute Nacht startet die Aktion. Die Regierungstruppen haben endlich auf die UN gehört und öffnen den Korridor. Straße DL1 soll für 24 Stunden sicher zu passieren sein. Wir können endlich aus diesem Höllenloch entkommen. Du kennst den Treffpunkt.
G. PS, mach auf dem Weg bei deiner Apotheke halt. Wir brauchen alle Medikamente und Bandagen, die wir kriegen können. Unter uns sind viele Kranke und Verwundete, darunter auch Kinder. Dieser miese kleine Penner. Okay. Sie waren auf dem Weg in Richtung Apotheke. In Ordnung. Okay, was nehme ich jetzt hier mit und was lasse ich erstmal hier? Okay. Die Sachen lasse ich hier. Ich gucke nochmal gerade hier. Ich notiere mir dann vielleicht offscreen, was ich wo gelassen habe. Okay, komm, Abmarsch. Apotheke. So, so. Er hat sich also meine Tochter geschnappt und ist auf zur Apotheke. Tag 5. Okay, wir sind jetzt aber erst nach Hause gegangen. Alles klar, okay. Okay, die Nacht war ruhig. Okay, kann ich... Also ein Bett brauche ich ja jetzt nicht mehr. Kann ich eine Kochstation bauen? Habe ich genug dafür? Ein primitiver Herd. Okay, brauche ich auf jeden Fall. Okay, 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 okay. Ich frage mich, also ich denke mal, es ist geskriptet, dass die Tochter entführt wird von dem Bruder. Ich frage mich aber, ob er das so einfach geschafft hätte, wäre ich gleich am Anfang auf das Bett gegangen, tatsächlich. Ich muss mich zur Apotheke begeben. Ja, gleich, Freundchen, gleich. Wir müssen erstmal was essen. Ohne kräftige Muckis werden wir unsere Tochter nicht retten können. Ja, Apotheke, ich weiß. Interessant, hier steht deprimiert, aber erst entschlossen. Das finde ich interessant. Hier steht erst deprimiert, aber da seine Tochter entführt wurde, ist er entschlossen und er kann trotzdem größtenteils weitermachen. Ich muss ihn bei der Apotheke abfangen. Okay. Der Plan steht. Wir werden uns jetzt eine Mütze voll Schlaf holen. Und dann werden wir in der nächsten Nacht auf zur Apotheke und unsere Tochter retten. Das ist der Plan. Okay, wir haben ein paar Handelsgüter. Okay, sorry, dass ich dich gerade nochmal wecke, aber du musst mal gerade eine Sache für mich nachgucken. Nee, uns fehlen 4 Schrauben für eine Brechstange. Und für die Sache fehlt uns auch noch einiges. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, wir holen uns eine Mütze voll Schlaf und holen in der nächsten Nacht unsere Tochter zurück. Okay, ich kann auch nur den Tag beenden und kann gar nicht. Und kann gar nicht quasi mich auf die Suche begeben. Sage ich mal. Also hier ist ja gar kein Symbol. Was ich mir auf jeden Fall merken muss, wir haben 2x Dünger gefunden. Das heißt, wir können die Falle später auf jeden Fall benutzen. Okay. Oh! Uiuiuiui. Okay, wir sind gar nicht mehr müde. Apotheke. Die Apotheke meines Bruders. Er wird auf seinem Weg zum humanitären Korridor womöglich dort Halt machen.
Wenn Amelie bei ihm ist, kann ich die beiden vielleicht dort finden. Okay, let's do it. Auf zur Apotheke. Holen wir unsere Tochter zurück. Okay, let's do it. Okay. So, was haben wir denn hier? Für Plünderungen ist ja auch immer ein bisschen Zeit. Hier ist aber niemand, sonst würde ich ja schon Geräusche quasi sehen. Okay, hier ist ein Hinweis. Okay. Ist jemand womöglich? Medikamente. Kann ich hier runter? Da unten war nämlich noch ein Hinweis. Okay. Verpackung von Medikamenten, Spritzen, Bandagen. Jemand war auf der... Okay. Okay, hier ist noch ein Hinweis. Ich muss der Spur folgen. Ja. Dieser miese kleine Wichser. Ein Spielzeug nehmen wir mal mit. Ach lol, das ist Amelias Spielzeug. Das habe ich ja jetzt erst gecheckt. Dieser Wichser. Okay. Zwei weitere Spuren. Das ist die Leiche meines Bruders? Wie es scheint, hat ihn jemand erstochen? What the fuck? Oh nein, jetzt hat der Kontaktmann von meinem Bruder verarscht und erstochen und hat jetzt das Kind mitgenommen, damit er selber... Wow. Okay, ich fasse zusammen, mein Bruder hat meine Tochter entführt, um durch den Korridor zu fliehen, aber mein Bruder wurde selber von seinem Kontaktmann verarscht, der ihn jetzt getötet hat, um selber damit meiner Tochter durch den Korridor zu fliehen. Wow. Okay, wir gucken uns mal den Hinweis an. Okay, der Typ ist vielleicht verletzt. Okay. Ich breche gerade mal hier die Tür auf für einen eventuellen Rückweg zur Flucht. Oh nee, ey. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, ey. Ja, ich muss in der Seitengasse nachsehen. Gleich, Kollege, gleich. Gleich sehen wir in der Seitengasse nach. Aber wir müssen mitnehmen, was wir mitnehmen können. Außerdem haben wir hier noch einen Hinweis. Oder, okay, entweder waren es normale Plünderer oder, schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Ja, ich denke mal, es wird der Kontaktmann sein. Interessant. Interessant, dass unser Inventar genau voll ist. Es ist wirklich faszinierend.
Die Blutspur führt die Gasse entlang in Richtung Tankstelle und Amelias Schule. Die Tankstelle liegt an der Straße, die aus der Stadt hinausführt. Die Soldaten lassen niemanden aus der Stadt, aber wenn jemand als Elternteil mit einem kranken Kind daherkäme, wer weiß. Die Schule ist jetzt geschlossen, aber ich habe gehört, dass dort nach dem Bombardement ein paar Leute eingezogen sind. Könnte einer von ihnen Amelie entführt haben? Ja, das ist natürlich die Frage. Das heißt, wir werden uns dann nächste Nacht entscheiden müssen, tatsächlich. Gehen wir zur Tankstelle und spekulieren darauf, dass der Typ abhauen will, oder gehen wir zur Schule und spekulieren darauf, dass der Typ... Wie lange war der Korridor offen? Nur 24 Stunden. Dann müsste er eigentlich jetzt wieder zu sein. Das heißt, er kann ja nicht rausgekommen sein. Ich muss dorthin gehen, ja. Alter, der Story-Modus, ey. Holy shit. Tag Nummer 6. Und ich würde sagen, ich werde die erste Aufnahmesession von This War of Mine Stories Episode 1 auch hiermit beenden. Ich hoffe, die Nacht wird auch beim nächsten Mal ruhig bleiben. Ja, unsere Tochter wurde entführt von unserem Bruder, der sich mit ihr aus dem Staub machen wollte. Allerdings ist unser Bruder tot und vermutlich sein Kontaktmann hat nun unsere Tochter. Wir müssen einerseits tagsüber hier unsere Base ausbauen und in der Nacht versuchen, unsere Tochter zu finden. Eine sehr spannende und packende Episode, muss ich sagen. Holy shit. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, diese erste Episode zu Ende zu spielen demnächst. Und ich freue mich auch auf Episode 2 und 3, die Anfang nächsten Jahres kommen werden. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid es auch. Bis zur nächsten Folge, haut rein, bis dann und ciao.